Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Maulwurf? Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Linda Bergmann. Schön, Sie kennenzulernen. Ja. Also ich bin Account Managerin von Firma MaxiPlus. Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja. Mhm. Sagen Sie bitte, ist Ihnen klar, wie alles funktioniert, wie Sie verdienen können? Nee, überhaupt nicht. Ich fange da gerade erst an mit. Da ja im Prinzip noch keine Ahnung von. Okay, das kann ich Ihnen kurz erklären. Ja, also, das ist sehr freundlich von Ihnen, ne? Das weiß das zu schätzen. Okay, danke. Ja. Also, wir sind eine lizenzierte Brokerfirma. Eine also, was bitte? Helfen, eine lizenzierte Brokerfirma. Was heißt also, das? Also, es gibt Finanzmarkt, wo man verschiedene Vermögenswerte handeln kann. Zum Beispiel Öl, Rohstoff, Aktien von großen Konzernen, ja, wie Google, Amazon und so weiter. Ja, ja. Sie mich? Ja, ich bräuchte ja im Prinzip, bin ich ja primär auf der Suche nach perfekten Rubinen. Aha, verstehe. Haben Sie sowas? Moment bitte, Moment. Rubine, meinen Sie? Ja. Hallo? Ja, Moment bitte. Ja. Also meinen Sie Steine, Rubine? Ja, also Edelsteine halt prinzipiell. Ah, Edelsteine. Ja, gibt's das auch bei Ihnen? Moment, ich kläre das. Nochmal bitte. Ja, also Sie können zum Beispiel also Geld oder Edelmetallen auch handeln. Ja, also verschiedene Vermögenswerte. Ja, das ist gut, weil ich habe ja sag mal demnächst noch einiges an Aufträgen, weil ich muss halt in Horadrim würfeln. Ne? Da muss halt neben dem Juwel und dem entsprechenden Ring, da muss halt auch immer ein perfekter Rubin mit rein. Und deswegen bräuchte ich da halt ein paar, sagen wir mal, Nachschub. Und ich habe nicht so Glück mit den Drops, weil ich bin jetzt heute früh schon, sagen wir so 20 Mal bei Andariel ungefähr gewesen, aber die droppt halt nicht so. Weil ich habe vergessen, den Questbug zu aktivieren nach dem ersten Mal. Aber das war so schwierig alles und deswegen wollte ich halt nicht neu anfangen, ne? Aha. Was kostet das denn bei Ihnen? Also, einmal kurze Information, ja, also, um Sie verstehen, worum es geht, ja. Also, Sie können entweder mit dem Boot oder mit dem Experten zu arbeiten. Also, was bedeutet es? Boot ist ein Algorithmus, ein Programm, das den Finanzmarkt ständig analysiert und schließt profitabelste Deals für Sie selbstständig ab. Also, auf diese Edelsteine auch, ja, also, auf diese Preise können Sie auch Gewinn kriegen. Ja, haben Sie da denn, sag ich mal, entsprechende Gegenstände, die, sagen wir mal, die Chance auf Gegenstände erhöhen? Habe ich das richtig verstanden? Weil mein Magic Find Equipment, das ist halt auch noch nicht so ausgeprägt. Ich habe ja gerade erst damit angefangen, ne? Aha, ich habe verstanden. Ja, also Sie bekommen dieses Gewinn also auf Unterschied von Preisen auf diese Edelsteine. Ja, genau. Ja, das ist, was Sie fragen, ja? Ja, das gibt ja verschiedene. Also, sag mal, Ledierte habe ich halt schon jede Menge. Aber das, man muss das ja immer mit dem Faktor 3 rechnen, ne? Weil das ist ja, sag mal, wenn ich da 30 habe, da bleibt ja am Ende nicht viel übrig, ne? Und deswegen wollte ich mich da halt mal an die Experten wenden. Ob Sie da, sag ich mal, einfachere Bezugsquellen haben. Ich bin ja eigentlich immer so, was Ballruns und so angeht, halt immer gegen Bots gewesen. Aber so fürs Farmen, dass wir da halt die Edelsteine rankriegen, da würde ich mich schon mal auf einen Bot einlassen, weil das soll ja auch Spaß machen und Gewinn machen, nicht wahr? Okay. Also Sie haben über Experte gesagt, ja, und das ist, wie gesagt, eine zweite Möglichkeit. Ja, Sie können mit einem Spezialisten immer in Kontakt bleiben, der Ihnen hilft, also diese Deals, also diese Geschäfte oder Deals abzuschließen, ja? Ist denn, also, sag ich mal, zuverlässiger? Ist das der Bot oder der Mensch im Prinzip? Weil so ein Pro-Gamer ist ja nicht verkehrt, aber so ein Bot erstellt halt keine Fragen, ne? Und macht halt nur, was man dem sagt, oder? Warum klatschen denn die Leute da bei Ihnen? Haben die da gerade Türrails Rüstung gefunden, oder warum klatschen die?
Herr Malbuch, also beide sind komplett zu verdächtig, ja, weil beide nicht in den Minus gehen. Ja, also sowohl Bot als auch Expert. Ja, also sie beide analysieren den Finanzmarkt. Also wenn dieser Deal nicht und nicht profitabel für sie ist, schließen sie das einfach nicht ab. Also die, ja, wissen dann vorher schon, was da beim Crafting rauskommt? Ja, ja, also sie analysieren diese Ereignisse und machen Prognose, ja, drauf. Ja, also oh, das ist ja toll. Die haben ja so quasi diese Möglichkeit, das zu berechnen. Weil ich habe jetzt ja im Prinzip bei meinem Necro, ne? Der ist also die Stufe ist entsprechend hoch, dass die Ergebnisse also brauchbar wären. Aber ich krieg das bei dem Amulett halt nicht auf plus zwei Paladin hin, ne? Und das bräuchte ich halt. Und da würde ich mir halt dann gerne helfen lassen. Okay, ja, habe ich verstanden. Das ist gut. Wie lange machen Sie das denn schon, das Spiel? Wie lange dauert das alles, meine Sie? Nee, wie lange Sie das schon machen? Sind Sie da auch Pro-Gamer sozusagen? Ja, also ich habe das auch probiert. Ja, ja? Das gefällt mir auch. Und wie weit, ja, sind Sie gekommen? Also wir befinden uns in Berlin, wenn Sie das fragen. Ja, das ist auch interessant. Heißt das im dritten Akt, ne? Weil so weit bin ich noch nicht. Wie bitte? Berlin ist doch die Stadt im dritten Akt, oder? Vielleicht. Ich meine, diese Stufe habe ich noch nicht erreicht. Ach so, weil über Duriel hinaus bin ich halt noch nicht gekommen, weil der ist halt zu stark, ne? Ohne Ausrüstung. Vielleicht, Herr Maul. Also ich bin wirklich gesagt nicht ein Experten, ja, drauf. Also ich kann Ihnen auch, also ich kann, wie gesagt, ich habe noch nicht diese Stufe erreicht. Ach so. Ja, aber eine professionelle Stufe. Ja, ja, aber Sie können mir ja bestimmt sagen, wo in Berlin Sie sich befinden. Weil ich muss ja erstmal den Wegpunkt freischalten, dass ich dann auch, sag ich mal, bei Ihnen halt zum Händler gehen kann. Also wir befinden uns auf Luckenwalde Straße 6. Ja, okay. Ja. Aber jetzt, ja, also... Ist das da eine gefährliche Ecke oder also, man kommt man da mit Level 18 schon durch, problemlos? Ich meine, das ist nicht eine gefährliche Ecke, also warum? Na, ihr weiß ja, Berlin ist ja, sag ich mal, da doch schon eher Endgame. Und deswegen dachte ich, da sind ja, sag mal, entsprechend gefährliche Mobs unterwegs. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich meine, ich bin ziemlich tanky, aber ich frage halt lieber vorher nochmal, ne? Weil das kann ja lieber drüber gesprochen als hinterher bereut. Weil wenn man dann losrennen und den Loot wieder einsammeln muss, das kostet ja auch wieder Zeit. Und ich möchte ja investieren, ne? Okay, also damit kann ich Ihnen helfen. Das ist großartig. Also, auf welche, sind Sie auf eine bestimmte Klasse spezialisiert oder übernehmen Sie alle Fälle sozusagen? Also alle Fälle. Das ist, ich würde ja, dann habe ich nachher nochmal eine andere. Jetzt machen wir erstmal das, weil ich habe dann nachher nochmal eine Frage. Dann können wir jetzt ja einfach mal erstmal weitermachen. Wie viel kostet das denn bei Ihnen? Also Sie können zwischen 250, 500 oder 1000 Euro auswählen. Also dieses Startkapital. Ja, und da wird dann womit quasi, der Bot kümmert sich dann quasi drum, dass da die Edelsteine für mich rauskommen. Ja, ja, genau. Und für das Geld kauft er dann wahrscheinlich Stadtportal, Schriftrollen, Tränke und sowas, weil der muss ja auch ausgerüstet werden, nicht wahr? Moment bitte. Ja. Moment, ich kläre das. Danke. Ja, genau. Ja? Ja, ja, genau. Gut. Ja, also Herr Maulwurf, also was gefällt Ihnen lieber, also Bot oder Expert? Ne, ich glaube, ein Bot, der kann ja den ganzen Tag arbeiten, ne? Der Experte, der muss ja auch mal schlafen. Und darum würde ich sagen, wir nehmen den Roboter, oder? Was hat er denn so für eine Droprate? Weil ich brauche halt auch den Stein von Jordan irgendwann im Lauf des Spiels. Weil ich kann ja nur pro Charakter das Sockelquest bei Lazuk, das kann ich ja nur dreimal machen. Und danach brauche ich ja den Stein von Jordan dafür. Ja, also der Bot wäre besser, ja, genau. Ja. Also, und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Na, ich würde sagen, dann nehmen wir schon die 1000. Wie bitte? Ich würde sagen, wir nehmen die 1000 Gold, dass das halt auch vorwärts geht.
Moment. Ah, also 1000 Euro. Ja, ja, schon, ja. Okay, es geht. Dann sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode ist Ihnen lieber? Also PayPal oder Online-Banking? Also ich würde mich mit meinem Mule einloggen, Sie kommen dann dazu und dann gebe ich Ihnen das einfach, oder? Entschuldigung, das machen wir jetzt nicht. Also ja, wieso war das denn dann? Ja, Sie können zwischen Online-Banking, also Girokonto, oder PayPal auswählen. Ja, ich richte mich da im Prinzip ja nach Ihnen. Dann wäre jetzt aber die Frage, nachdem ich das, sage ich mal, Ihnen geschickt oder übergeben habe. Ich kann Ihnen ja auch ein Safe Game rüberschicken, das ist ja kein Problem. Ich habe da Vertrauen. Wie lange dauert das denn dann, bis ich dann, sage ich mal, die ersten Gewinne halt reinkommen? Also Gewinn ist monatlich. Ja, also am Ende des Monats können Sie also Ihr Gewinn rausholen. Ja, also Sie besprechen das mit unseren Spezialisten. Ja, also der gibt Ihnen diese Terminvereinbarung. Also wenn Sie das ausholen können, ja, also um unterbrechen, sozusagen. Ja, Verbrechen? Unterbrechen. Unterbrechen, ja. Also kann man da auch Pause machen? Ja, Sie können. Muss ich den Bot denn bei mir auf dem Computer installieren oder läuft das bei Ihnen auf dem Server? Weil nicht, dass ich da erwischt werde, ne? Aha, schauen Sie mal. Ja. Also zuerst, also aktivieren Sie Ihr Handelskonto, also Ihr Konto. Ja. Danach wird es verifiziert, dass alles sicher ist und so, dass Ihr Stein, also Ihre Edelsteine nur bei Ihnen sind und niemand Zugriff drauf hat und auf Ihr Geld auch. Ja, und danach beginnt der Handel selbst. Ja, also ein unserer Spezialisten verbindet sich mit Ihnen und hilft Ihnen bei Installation, also dieser Bot, dieser App. Ja? Sie können auf Handy, auf PC, so wie Sie wollen. Nee, das ist ja schon von PC, weil sag mal, auf dem Telefon ist die Auflösung ja nicht groß genug. Verstehe, ja. Dann sehe ich ja gar nicht, was droppt, ne? Ja, also PC wäre besser auch. Ja, auf jeden Fall, sonst macht das ja keinen Spaß. Okay. Dann, also, Herr Malbuch, nochmal. Also, welche Zahlungsmethode ist Ihnen lieber? Gefällt Ihnen lieber? Online-Banking vielleicht? Mir ist das egal. Ich brauche nur meinen Kram. Aha, okay. Dann machen wir das mit... Ich habe ja auch schon versucht, mal über eBay, ne? Da gab es ja auch so Angebote. Aber das war ja alles gedupter Kram und der hat sich dann ja im Prinzip nach kurzer Zeit war das halt schon wieder weg. Und ich wollte das jetzt halt mal selber erarbeiten. Und ich glaube, mit so einem Bot ist das ganz in Ordnung. Das ist ja alles legal, oder? Das ist ja mit Blizzard abgesprochen. Also wie gesagt, also dieser Bot geht nicht in den Minus. Also es ist einfach unprofitabel, wenn Sie etwas verlieren. Deswegen. Das wurde entwickelt genau für solche Kunden, ja. Und deswegen geht es nicht in den Minus. Ich meine, wir haben es jetzt ja bis zum endgültigen, Release von Remastered ja noch ein bisschen Zeit. Kann ich den Bot denn jetzt so nutzen, um in der alten Version schon Sachen zu farmen oder muss ich da warten, bis die neue Version dann offiziell freigegeben wird? Also es wird regelmäßig updated, also das erneuert sozusagen. Ja. Werde ich da denn auch gewarnt vorher? Weil man sagt ja, es ist ja eine alte Weisheit, man sagt ja never play on Patch Day, dass ich mir da nicht die Charaktere zerschieße, ne? Weil der Fleece, ich bin Level 18, ne? Das hat ja 3 Wochen gedauert. Das will ich ja nicht verlieren wieder. Ja, also Sie verlieren nichts, wie gesagt. Gut. Ja, also das ist einfach unprofitabel, ja, für Sie, für uns und so weiter. Ach, ist das auch so ein Trainer, dass man ja quasi, nicht verlieren kann? Weil ich wollte, das Risiko, des Spiels, ich spiele ja auf Hardcore, das soll ja schon erhalten bleiben. Ich will halt nur, dass da die Edelsteine dann reinkommen. Haben Sie denn auch Juwelen im Prinzip und so andere Rohstoffe? Ja, genau, natürlich. Ja? Das ist gut, weil ich bräuchte ja die Juwelen, die haben ja auch eine relativ geringe Droprate. Sagen wir mal, Ringe und Amulette, die kann man ja im Notfall beim Händler erwerben. Aber sagen wir mal, Juwelen und Edelsteine, da kommt es halt immer aufs Glück an.
Und ich bin ja ein Maulwurf, ich kann ja nicht so gut gucken. Und wenn da der ganze Bildschirm mit Schlüsseltränken und Low-Quality-Drops voll ist, dann übersehe ich das halt auch. Mhm, haben Sie verstanden. Ja, das freut mich, da sind wir auf einem Level. Ja. Spielen Sie eine Amazone oder eine Zauberin? Mit Zauberin. Ja, das ist gut. Spielen Sie mit Feuerball oder mit Blizzard? Hallo? Sollen wir das dann mit PayPal machen? Weil ich muss ja im Prinzip in einer halben Stunde muss ich zum Arzt, dass wir da vorher noch fertig werden. Moment bitte. Also ja. Ich möchte Ihnen die Überweisungsdaten schicken. Ja, also für PayPal oder für also für Überweisung, ja, für normale Überweisung schicken. Also, ja. Ich sehe, dass Sie diese Nummer in WhatsApp nicht haben, richtig? Nee, das ist ja auch ein Festnetztelefon, wo Sie jetzt anrufen. Ja, sehe ich das. Dann schicke ich das Ihnen per E-Mail. Prüfen wir bitte E-Mail, okay? Ja, dann muss ich erst nochmal den Computer anmachen, weil ich habe jetzt ja die letzten 3 Wochen durchgefarmt. Ich wollte ihn mal eben ein bisschen abkühlen lassen, dass der RAM sich wieder leeren kann. Und dann wollte ich halt mein Glück mit Duriel nochmal probieren, dass ich im dritten Akt dann halt auch nach Berlin kommen kann, ne? Weil sonst funktioniert das ja alles nicht. Was haben Sie irgendwie Wartezeit oder geht das sofort los dann? Moment bitte. Meinen Sie die Überweisung oder wie? Ja, dass die Edelsteine halt losgehen. Also, Sie beginnen damit, mit dieser Steine zu tun. Also, wenn das Konto aktiviert ist. Ja, also, wenn Sie Überweisung per Online-Banking oder per PayPal machen, also nimm das normalerweise von 1 bis 2 Tage. Ja. Ja, also, und ich meine, das schon, ich hoffe, dass schon morgen, wenn Sie das heute tätigen, können Sie das schon morgen beginnen. Ja? Ja, also, das ist soll gut. Sein. Das soll per Bank also verarbeitet sein und so weiter. Okay, also Sie haben gesagt, dass Sie nur eine halbe Stunde haben. Sie können das alles jetzt tätigen? Ja, dann machen wir das jetzt eben fertig. Die Frage ist halt im Prinzip, nehmen Sie da denn, wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein außergewöhnliches Ding dann zusammenbaue, also wo dann wirklich 2+2 Paladin Faster Cast Rate und geile Resistenzen drauf sind, muss ich da, wenn ich das verkaufe, nehmen Sie da Provision oder wie funktioniert das? Also, ich bin nicht so eine Tiefe-Spezialistin wie Sie also in diesem Bereich. Also ich habe nur vor kurzem das damit zu tun, etwas haben. Ja. Also, ich kann garantieren, dass Sie keine Verluste damit haben können. Ja, aber was muss ich denn bei Ihnen für die Firma bezahlen? Was kostet das bei Ihnen mitzumachen? Ja. Das muss ich ja einkalkulieren, ne? Ja, also unter Kommission ist 5%. Also 5%? Wenn Sie mit dem Mod arbeiten. Also wenn ich das dann verkaufe, ja? Wenn Sie das verkaufen? Ja, wie? Ja. Ja, genau. Ja, und was ist, wenn ich die Sachen selber behalte? Also wenn ich das nicht verkaufe, dann muss ich dann eine Auslöse quasi bezahlen? Weil so einen legendären Kraft würde ich halt nicht verkaufen, ne? Da will ich nur Bilder von verteilen, dass die ganzen Leute halt neidisch werden. Unsere Kommission ist 5% nur vom Gewinn. Ja, also wenn nichts passiert, wir bekommen auch nichts dementsprechend. Also wenn ich das behalte, dann ist das einfach meins, ja? Ja, genau. Nun gut. Genau. Ich finde das toll. Okay. Ja, also Herr Maulwurf, also haben Sie schon Ihr Computer auch angeschaltet? Ja, ich habe den angemacht. Soll ich das Spiel starten? Also die Daten. Moment bitte. Also Genial, ich habe Ihnen ein... Name. Moment bitte. Also ich schicke Ihnen eine E-Mail. Ja. Also hier ist Linda. Linda? Linda, ja, die Linda, Zauberin, ne? Ja, genau. Also ich bin Hans, der Nekromane, ne? Also jetzt momentan. Ich habe auch noch einen Paladin. Da habe ich aber den Weg, da ist die Karte anders. Es ist ja immer zufallsgeneriert. Da habe ich den Weg aus der Anfangsstadt noch nicht gefunden, aus dem Dorf der Jägerinnen, ne?
Vielleicht können Sie mir da ja später auch nochmal helfen, weil ich kann nicht mehr so gut sehen, ne? Ah, verstehe Sie. Herr Mausprofessor, wirklich, also ich würde Ihnen gerne helfen, ja? Aber Sie können vielleicht unsere Experten davon fragen, also wenn Sie schon diese Handel beginnen, also diese Deals, mit dieser Deals etwas zu tun haben, also können Sie davon fragen, okay? Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Okay. Und ist der Experte, also wie lange macht er das schon? Also wie Expert, wie erfahren sind unsere Experten, oder ja, die? Ja. Ja, also wie viele Jahre? 5 Jahre. Also, ja, mindestens 4, 5 Jahre. Also, ja, das ist ja schon ganz ordentlich. Ich meine, ich hatte jetzt gehofft, dass das halt so einer ist, der da quasi mit aufgewachsen ist, aber bis zum Remaster, ne, da haben jetzt halt auch viele Leute aufgehört zwischendurch, ne, weil sich das ja nicht mehr so gelohnt hat irgendwann. Und weil das halt auch auf den meisten Computern nicht mehr so gut funktioniert hat. Bin also ja froh, dass sie dann irgendwann den Node-CD damals einmal veröffentlicht haben. Weil mein Computer, der hat ja gar kein Laufwerk mehr. Das braucht man ja heute gar nicht mehr, ne? Wenn ich wirklich mal Dateien von der CD brauche, dann lege ich die in den Scanner rein. Okay. Ja, ja. Können Sie mir denn, sag ich mal, im Prinzip, ich hab das schon im Internet ein bisschen gelesen, aber ich kann das geheime Q-Level nicht finden. Können Sie mir da noch helfen, wie ich da darauf zugreifen kann? Damit kann ich leider nicht helfen. Wirklich. Haben Sie das auch noch nicht gefunden? Noch nicht. Ja, noch nicht. Nun gut. Ich habe jetzt halt auch gelesen, dass die Drop-Wahrscheinlichkeit für Türer es macht. Ich habe ja im Prinzip 99% aller Gegenstände mal besessen, aber das habe ich nie gefunden. Kann ich das bei Ihnen auch kaufen? Ja, Sie können das machen. Also Sie, was kostet das bei Ihnen? Dieselbe. Also Sie einzahlen, also dieselbe. Sie haben mit 1.000 Euro sich entschieden, richtig? Ja, ja, genau. Das will ich ja auf jeden Fall. Die 1.000 Goldstücke habe ich über. Das sind ja ein paar Runs nur. Verstehe nicht, warum Sie das nicht einfach selber machen, aber ist ja zu meinem Vorteil, ne? Da macht er wahrscheinlich die Menge der Kunden den Profit aus. Und halt die 5%, von daher. Gibt's denn außer bei Andariel auch noch bei den anderen Bossen so ein Drop-Hack? Dass die quasi immer den Quest-Loot droppen? Moment, bitte. Können Sie das mal erfahren? Also, im Prinzip geht es mir speziell um Mephisto, falls Sie da mal fragen können. Okay. Also, Herr Maulwurf, also wie gesagt, also ich kann solche Nuancen nicht wissen. Also, leider. Ich würde gerne also dieses Gespräch weiterführen, also, aber wirklich. Also, Sie haben ganz mehrere Erfahrungen als ich. Deswegen leider kann ich mit solchen Nuancen nicht helfen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also danke für Verständnis. Na klar. Also, Herr Maulwurf, also ich habe Ihnen Überweisungsdaten per E-Mail geschickt. Können ja. Sie bitte prüfen? Ich guck da mal rein. Mhm. Sind Sie die Selina Schmidt mit Doppel-T? Nein. Also Linda Bergmann. Bergmann? Maxi Plus. Linda Bergmann. Ja, genau. Bergmann. Ja, ich guck gerade mal. Da sind so viel. Ich habe 2 Tage nicht in mein E-Mail-Fach reingeguckt. Aha, verstehe. Das soll ein Mischmasch sein. Ja, da sind ziemlich viele. Und ich habe das ja auch mal eingestellt, weil nach Datum kann das ja jeder, ne? Ich habe das mal eingestellt, dass das im Prinzip nach der alphanumerischen Summe der Wahrscheinlichkeit zum Fallenlassen eines Helms des Kuhkönigs sortiert wird. Und das macht das halt nicht einfacher, die Sachen dann halt auch zu finden, ne? Ja, genau. Verstehen Sie das Problem? Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Aber mit der Lösung leider kann ich nicht helfen. Ja, also, wie gesagt, Sie können davon unsere Experten, die damit mehr Erfahrung haben. Ach so. Wie heißt denn der Experte? Ist das Tyrael? Das kann ich noch nicht sagen, weil ich soll prüfen, also welche Experten frei sind jetzt. Also weil Sie verstehen, wir haben viele Kunden und deswegen nicht alle Experten, Spezialisten immer frei sind. Ja, also deswegen soll ich für Sie einen Platz reservieren, wenn Sie das heute tätigen. Ja, natürlich. Das finde ich sehr nett von Ihnen, dass Sie mir da weiterhelfen. Weil ich glaube nicht, dass ich das sonst jemals aus dem zweiten Akt raussaffe, ne?
ja, ja. Also, Herr Maulwurf, also könnten Sie bitte, also ich habe den E-Mail wie Überweisungsdaten getitelt. Können Sie das sehen in E-Mail? Ach ja, da liegt Linda Bergmann, ne? Das sind so Sie, ne? Genau, genau. Das und ist Titel ist Überweisungsdaten. Nein, 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 also Titel meine ich. Im Titel des Briefs sehen Sie Überweisungsdaten. Ja, und am Anfang des Briefs habe ich geschrieben, hier ist Linda. Verwenden Sie bitte für die Überweisung dieser Daten. Sehen Sie diesen Text? Ja, den kann ich sehen, junge Frau. Mhm. Sie sehen das Empfänger, IBAN, BIC, Verwendungszweck und so weiter. Ja, natürlich. Okay, also Herr Maulwurf, ich kann hier warten. Entschuldigung, also das war, ich habe das nicht richtig ausgesprochen. Ja, ja, das passiert mir schon mein ganzes Leben lang. Das nächste Mal, wenn ich respawne, nenne ich mich einfach 1-2-3. Vielleicht kriegen die Leute das ja eher hin. Also dann ja, quasi meinen Nickname richtig auszusprechen. Kennen Sie das auch, wenn Sie einen neuen Charakter erstellen, dass Sie erstmal Ewigkeiten überlegen, wie man den jetzt nennen soll? Weil wir hatten ja damals in der Schule, als wir angefangen haben mit dem Spiel, haben wir einen Kollegen verarscht. Der hat einen Barbaren gespielt und wusste nicht, wie der den nennen soll. Und dann habe ich zu dem gesagt, wenn du so einen richtig männlichen Namen willst, dann nennst du den Phallus Maximus. Das hat er gemacht. Oh Gott. Ja, und dann hat er sich 3 Tage später hat er sich aufgeregt, dass er immer von Leuten halt nach erotischen Treffen gefragt wird. Oh mein Gott. Ja, ist er selber schuld, wenn er so blöd ist, ne? Wissen Sie denn, was Phallus bedeutet? Ich meine, ja, danke für Chef. Ja, ich habe meinen Freund dann halt da so ein bisschen veräppelt, ne? Vielleicht, also Herr Maulwurf, also gehen wir zurück zum Geschäft, ja? Ja, natürlich. Wir können das schon jetzt anfangen, ja? Die Chance nicht zu verlieren. Also, sehen Sie die Daten? Ja, Sie können Sie das jetzt mit Online-Banking tätigen. Sie haben ja gesagt, dass Sie das haben. Oh, ich habe es gefunden. Da steht Empfänger Himetsia Yibunok Balupi. Sind Sie in Afrika? Nein. Also das ist, ich erkläre das Ihnen, das ist eine Neuigkeit von unser Unternehmen für Sicherheit der Kunden, ja, so dass diese Steine, also diese Vermögenswerte nicht verloren sind. Ach, also das ist schon ein Treuhandservice. Aber sitzt der in Afrika bei dem Namen oder wo ist der? Nein. Das ist eine Code. Das ist eine Code. Ja, also für dieses Programm. Ach, ja, ist das so, der Name Ihrer Zauberin? Ja, genau. Ah, das genau. Ist ja großartig. Ist das aramäischen Ursprungs? Das kann ich nicht. Also das haben unsere technischen Entwickler ausgedacht. Also ich kann Sie davon fragen, wenn Sie wollen. Ja, bitte, das würde mich sehr interessieren. Wenn nicht, dass sie dann rumläuft und schreit, es ist Zeit für Reich. Ne, das muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht, ja, ich habe das gehört von so, ich habe noch nicht so den Namen gehört. Ja. Ich soll davon unsere Techniker fragen, unsere Entwickler. Ja, bitte. Können Sie denn eben nochmal bei sich im Programm gucken, ob ich denn Tyraels Macht bei Ihnen kaufen kann? Moment, ich gucke das. Moment. Soll ich das buchstabieren? Ja, Sie können das kaufen. Ja, ja. Insbesondere wenn Sie das jetzt beginnen. Welche Stats hat das denn? Wie bitte? Welche Stats hat das denn? Weil es gibt immer ganz viele Variablen dabei. Ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe das einfach, diese Möglichkeit ist, es ist möglich, jetzt zu kaufen. Ja, aber alle Nuancen also sind nur danach. Klar. Ja, weil wichtig wäre halt, weil es gibt ja bis zu plus 30 Stärke und 30 Resistenzen, dass die da, sag mal, halt schon im Höchstbereich sind. Der Schaden gegen Dämonen ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil dafür habe ich ja schon die Handschuhe, ne? Da gibt es ja sehr doof, dass man eigentlich als physischer Nah- oder Fernkämpfer, sag ich mal, ja immer nur auf diese Handschuhe ausweichen kann, weil alles andere halt viel zu schwach ist, ne?
Sie können vielleicht Stärke auch auswählen, ja, also wenn es zu schwach ist. Ja, also ich würde dann gerne plus 30, ne, wenn Sie das einrichten können. Okay, also ich kann davon unsere Experten informieren, sodass sie das für Sie erledigen können. Das ist großartig. Bin da, sag ich mal. Können Sie auch nochmal für den Experten die Frage wegen dem geheimen Q-Level aufschreiben, dass die da nochmal nachgucken? Okay, das mache ich. Soll ich das buchstabieren oder haben Sie das soweit verstanden? Ja, haben wir das, ja. Ja, können Sie also, nochmal wiederholen, bitte? Ja, also die Beweisungsdaten habe ich Ihnen geschickt. Nein, das mit dem geheimen Ding da, was ich gerade gesagt habe. Das geheime Q-Level. Also Sie besprechen... Wer bitte? Das geheime Q-Level. Da wollte ich gerne fragen nach dem Zugang bei Ihnen. Ob Sie mir da auch noch weiterhelfen können. Ja, also geheime Q-Level werden wir auch notiert. Ja, also ich das habe geheime das notiert. Q-Level haben Sie auch notiert. Das ist sehr freundlich. Ja. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, das gibt das gar nicht, aber ich glaube da nicht dran. Das ist ja nur eine Verschwörungstheorie im Prinzip, ne? Ja, also das ist Theorie, ja. Also, aber Sie können das in Praxis legen auch. In der Praxis okay. legen? Ja, also das ist nicht Theorie, also Sie können das wirklich... kriegen, also diese geheime Level auch. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hab das haben Sie denn neben der, also die Rubine sind ja jetzt schon mal in der Tasche sozusagen. Ich bräuchte im Prinzip für die, weil ich will auch mal eine Zauberin anfangen, da brauche ich ja im Prinzip andere Steine. Ich bräuchte ja neben Saphiren dann auch noch Amethysten für das Cube-Kräften. Haben Sie das auch, Amethysten? Aber noch nicht. Okay, aber das notiere ich. Also Saphire? Noch nicht. Ja, Sie können das vorstellen. Also, aber ich notiere das. Also Saphiren, Amethysten, ja, und Rubinen. Und eine Goldhaut brauche ich dich auch, dass ich halt auch selber farmen kann. Okay. Ein bisschen. Also nicht, dass ich Ihnen dann die Arbeit wegnehmen oder das dann wieder kündigen will. Einfach auch nur, dass so wenigstens so ein bisschen Ehre erhalten bleibt, dass ich zumindest das Gold selber finde. Wenn der Bot sammelt der Bot nur das Gold und die Steine ein oder auch die anderen Gegenstände? Kann ich das einstellen? Die andere Gegenstände auch. Also das mit alle. Mhm. Und das merkt okay. keiner, dass ich den Bot benutze, oder? Nein, niemand. Also das ist, also deswegen haben wir diese Code geschafft. Ach ja, so. Also diese Chinesen eben voll, ja, also niemand das sieht und niemand versteht, dass sie Bot nutzen. Das ist gut, weil das also, soll ja keiner wissen, ne? Sonst denken die ja, ich bin ein Betrüger, ne? Ja, genau. Ja, das genau. muss ja nicht sein. Gut. Okay. Wie wollen wir das denn jetzt machen? Soll ich Ihnen da, sag ich mal, mein Battle.net-Account geben? Nein, also nicht Internet-Account. Ja, also das ist ja im Prinzip AIDS-verseuchte Stinktier-Mama, wenn Sie das bitte einmal aufschreiben. Wie bitte? AIDS-verseuchte Stinktier-Mama. Warum klatschen denn die Leute da im Hintergrund? Hat da einer Baal besiegt? Jetzt kommt noch die Glocke. Ah, haben die Zodrune also. Gefunden? Nein, also das sind unsere... Das ist einfach meine Kollegin. Ja. Also, verstehen Sie, also in Mitte der Woche, also manchmal ist die Laune ein bisschen schlecht, also ein bisschen ja. niedrig. Und unser Chef hat für Sie das so geschafft, dass wir eine kleine Demo-Party haben. Also, dass es lustig oh. für alle wäre. Oh, eine RuneScape-Drop-Party. Da verstehe ich, jeder bringt was mit und dann wird durcheinander geschmissen. Das finde ich immer gut. Sag mal, da habe ich ja im Prinzip auch schon mal, gut, ich habe 3 Uniques dabei verloren. Aber ich habe einen pinken Zaubertrank gekriegt, ne, so einen ganz großen. Der hat mir dann das Leben gerettet bei Andariel. Ja, genau. Das ist ja, klasse, das oder? Ja, klasse, das ist super toll, kann ich sagen. Ja, ja. Okay, also Herr Maulwurf, schaffen Sie das jetzt machen? Ja, also natürlich. Mit meinem Bändchen? Das können wir okay. jetzt gleich fertig machen. Okay, also und vergessen Sie bitte nicht, auch eine Bestätigung von Überweisung mehr zu schicken. Also auch im Antwort für diese E-Mail, okay? Soll ich da darauf antworten, ja? Ja, also Sie können einen Screenshot oder Foto davon machen, ja, sodass wir verstehen, dass alles gemacht wird, okay? Ja,
Ich mache Ihnen da mal ein Bild. Ja, also Screenshot, Sie können das Screenshot, wenn Sie das mit Handy machen, oder einfach Foto. Also es geht. Also der Wichtigste ist die Bestätigung, okay? Ja, ist in Ordnung. Ich schicke Ihnen das mal eben. Okay. Dauert nur einen kleinen Moment, ja. Ja, und ich informiere jetzt, bis ich auf Ihre Bestätigung warte, ich informiere jetzt unsere Spezialisten, ja, von Ihren Wünschen, ja, die ja. ich notiert habe. Mit dem Q-Level halt im Speziellen, ne? Genau, ja, genau. Wann wird das denn freigeschaltet? Kommt das jetzt oder erst mit dem nächsten Patch? Bitte? Ist das denn jetzt dann schon, kann ich da nachher schon rein in das Q-Level? Ja, genau, ja, natürlich. Warum hat das nicht? Eigentlich, weil da laufen ja auch Hühner drin rum, hat das mit den Hühnern auch was auf sich oder sind die im Prinzip nur zur Dekoration da? Dekoration, das ist Dekoration. Dekoration. Na gut. Also ist da kein weiteres Geheimlevel im Geheimlevel? Okay. Ja, also weiter soll es nie sein. Ja, also ich naja, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, ne? Okay, ja. Also, Herr Maulwurf, machen wir auch so, also zur Sicherheit unserer Kunden, zur Sicherheit unserer Leute, die uns vertrauen, also schaffen wir auch ein Passwort, das nur wir und unsere Kunden wissen. Das ist noch ein Geheim. Ja, das ist geheim, ja klar, darum heißt das ja geheimes Q-Level, ne? Das ist ja ein Geheimnis im Prinzip. Ja, genau. Also wir nutzen das Wort Pass, das Wort Spiel. Das Wort Spiel. Also wenn ich Sie anrufe, ja, oder per E-Mail kontaktiere, schreibe ich Ihnen dieses Wort Spiel und Sie verstehen, das ist Linda Bergmann, ja, also mit Passwort Spiel, und Sie verstehen, das ist ich bin, okay? Und niemand anders. Klasse. Ja, also wenn ihr Ansprechpartner sagt dieses Wort nicht, legen Sie bitte einfach auf. Ja, okay? Ja, wir müssen da, sag ich mal, ein anderes Passwort. Spiel ist zu einfach. Wir müssen da ein anderes Passwort nehmen. Darf ich mir das Passwort bitte selber aussuchen? Okay, welches Passwort? Können Sie bitte aufschreiben? Okay, ich schreibe das. Ja, 00, also die Zahl. Okay. Dann neues Wort, Wilhelm Cäsar, also ich buchstabiere, Wilhelm Cäsar, neues Wort. Wilhelm Cäsar. Ja, dann Wilhelm neues Wort. Friedrich, Richard. Friedrich, Richard. Emil, Siegfried, Heinrich. Moment bitte. Friedrich. Moment bitte. Ja. Also 00, Wilhelm Cäsar Friedrich, was weiter? Richard Emil. Friedrich Emil, aha. Siegfried Heinrich. Siegfried Heinrich. Ja, also 00 WC Fresh im Prinzip, das ist das Geheimwort. Okay. Und was spielt der Kollege für einen Charakter? Ist der ein Paladin? Das kann ich Ihnen nicht sagen, leider. Also das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis? Ja, ich kann ja aber auch einfach seinen Account googeln, dann weiß ich das ja auch. Ja, okay. Leider kann ich das Ihnen nicht sagen. Moment bitte. Wegen Datenschutz. Ja, ach so, wegen Datenschutz kann ich Ihnen nicht sagen. Na, ich wollte ja nicht nach seinen Items fragen. Mich hat ja nur interessiert, was der so treibt im Prinzip. Weil der muss sich ja auch mit meiner Charakterklasse auskennen, sonst hat das ja auch wenig Wert, ne? Verstehe Sie. Kann ich denn später auch noch mehr Geld einbezahlen oder sind 1000 Gold das Maximum bei Ihnen? 1000 Euro ist okay. Sie können das mehr bezahlen, wenn Sie wollen. Das ist nur Ihre Wahl und Ihre Entscheidung, ja. Ja, aber das geht noch, ja? Mhm. Ja, also 1000 Euro geht es. Ja, Sie können weiter. Wie Sie wollen. Würde der Bot einfach mir denn Bescheid geben, wenn der einen Edelstein gefunden hat, oder muss ich da immer selber nachgucken? Also das wird die Nachricht senden, ja, also die informieren davon, ja. Und das schreibt er dann auch rein, was er da gefunden hat, oder steht da nur, ich habe was gefunden? Sie werden haben so eine Übersicht, ja, also wie viel und was haben Sie gefunden? So eine Excel-Tabelle, das habe ich auch mal, so ein Drop-Tagebuch quasi geführt. Und da hat ja am Ende dann nur noch Tyraels Macht gefehlt, ne?
damit kann ich nicht, also soweit ich weiß, ist es das wie Excel-Tabelle, ja. Genau. Vielleicht haben unsere Entwickler etwas noch ausgedacht, aber davon weiß ich schon nichts. Ja, ich hoffe ja okay. Mal, sag mal, so ein Bot ist ja sehr intelligent, ne, dass der da, sag ich mal, auch, sag mal, die ja, besten Routen halt auch kennt, ne, weil ich habe ja sonst immer auf Shea Schenk im 5. Akt gefarmt, weil ich für alles andere halt zu schwach war, weil ich habe mich ja ziehen lassen dahin und bin da nicht zurechtgekommen, ne. Das ist ja so, wie wenn man sich in eine U-Bahn setzt und irgendwo aussteigt, wo man gar nicht hingehört. Super, super klasse, gesagt. Ja, ja. Aber ich habe den Weg nach Hause dann wieder gefunden. Ich hatte zum Glück, das ist ja am Anfang immer viel Geld, aber ich habe die Spruchrolle fürs Stadtportal einfach mal gekauft. Das war ja immer so ein riesen Geschleppe, ne, mit diesen 20 Dingern da im Inventar. Und dann hat mir der Bahnhofsbuchhändler irgendwann mal gesagt, dass es ja diesen Folianten gibt, wo man die auch einfach alle reinpacken kann. Das ist ja quasi wie so ein Buch, ne? Und da habe ich dieses Buch halt immer in der Tasche gehabt. Und das ist ja viel platzsparender. Ah, das ist natürlich super. Ja, ja, und falls Sie das noch nicht wussten, das Gleiche funktioniert ja auch mit den Spruchrollen der Identifikation. Weil ich bin ja sonst immer, wenn ich ein Schwert gefunden habe, da bin ich ja immer zum Händler bei Edeka, um mir halt zu erklären zu lassen, ob das jetzt Feuerschaden macht und welche Anforderungen das hat. Und inzwischen weiß ich halt selber, wie man da. Ich muss ja im Prinzip nur diese Rolle da drauflegen und dann enthüllt sich die Macht, ne? Okay. Super interessant. Ja, also, ja. Wären Sie denn im Prinzip daran interessiert, auch zu tauschen? Weil ich habe ja so ein paar Sachen auch schon gefunden. Ja, also Sie können das auch tauschen mit dem Boot, ja, kein Problem. Ja, das geht also auch, weil ich habe so einen Gegenstand, der würde sehr gut zu Ihnen passen. Das ist eine Zweihandstangenwaffe, die heißt Dummeiches Hau drauf. Und das würde zu Ihnen gut passen. Ich soll das ein bisschen nachdenken, ja, aber jetzt habe ich auch viel zu tun, wirklich. Also bei ja, also der Arbeit ich würde im Prinzip sagen, für einen Rubin würde ich Ihnen das geben. Dass wir da im Prinzip okay, den Tausch machen. Verstehe ich. Aber leider noch nicht, jetzt wirklich kann ich das nicht besprechen. Ja, also diese Rubine auch. Also ich würde gerne, aber es tut mir leid, also nicht jetzt. Also ganz froh bin mit Ihnen Gespräch zu halten. Ja. Aber also, zuerst die Arbeit, okay? Ja, sollen wir das dann nachher machen. Okay, also Herr Maulwurf, also die Daten habe ich geschickt. Also ja. Unser Passwort ist 00 Wilhelm Cäsar Friedrich Emil Siegfried Heinrich. 00 WC Frisch heißt das ausgesprochen. Können Sie das einmal wiederholen? 00 WC F. Ja? Ja, Fresh. WC Fresh. WC Fresh, ja? Ja, das ist das Passwort. 00 WC Fresh, ja? Genau, das ist das Passwort. Okay. 00 WC Fresh. Sehr okay, gut. Also. Und wie ist Ihr Passwort? Okay, also, weil ich muss ja dann auch ein Passwort sagen. Mein Passwort wurde. Moment, ich habe das vor kurzem ein bisschen geändert. Hodenkobold? Nee, also etwas anderes. Eunuch im Neoprenanzug. Ich hatte vorher also Erfolg-Passwort, aber jetzt habe ich das geändert und ehrlich gesagt, so, das etwa Nagurken, ich habe das irgendwo gelassen, soll das nochmal ändern. Ja, dann müssen Sie gucken, wenn Sie das Passwort verloren haben, für die Truhe, sag mal, dann müssen Sie beim Händler, kann man schon mal so Schlüssel kaufen, oder die werden auch zufällig gefunden unterwegs. Sie können das aber auch einfach so machen, dass Sie eine Assassine spielen, weil die kann, sag ich mal, Truhen ohne Schlüssel aufmachen, weil die halt so geschickt ist, nicht wahr? Ja, also danke für Ihr. Ich habe sogar mal, das verrate ich, ich habe sogar mal eine Assassine mit Bogen gespielt. Da gibt es so einen Bogen, der gibt plus, sagen wir, die Fähigkeit gelenkter Pfeil. Der kommt eigentlich von der Amazone. Aber ich habe irgendwann alle Charaktere so Mitte 90 gehabt und da wollte ich nochmal eine Herausforderung. Und dann habe ich quasi so eine Assassine gemacht, komplett auf Geschicklichkeit, physischer Schaden. Und die ist halt mit diesem Bogen unterwegs gewesen. Es hat einen Heiden Spaß gemacht, aber war halt auch wahnsinnige Herausforderung, ne? Mhm, also.
Ja, haben Sie verstanden. Also bei mir hat ist es so nicht passiert noch. Also Herr Maulwurf, also ich soll Soll ich Ihnen jetzt den Screenshot schicken? Wie bitte? Soll ich Ihnen jetzt den Screenshot dann schicken? Ja, also Screenshot von Überweisung. Ja, also tätigen Sie bitte die was, Überweisung. Was brauchen Sie denn? Okay. Screenshot vom Inventar oder vom Skillbaum? Und wenn ja, von welchen der drei? Nein. Also ich brauche den Screenshot von Überweisung. Also Sie gehen zu Online-Banking, zu dieser App. Sie haben das, richtig? Ja, natürlich, klar. Ich habe schon überwiesen. Ja. Sie haben schon überwiesen? Ja, natürlich. Ich will ja heute noch anfangen. Okay. Okay, dann schicken Sie mir bitte Screenshot von Überweisung in Online-Banking. Ja, okay? Und dann kann der Bot gleich arbeiten? Ja, also wenn Ihr Geld auf Konto sind, ja, also Sie werden diese Steine kaufen und danach wird Ihr Konto verifiziert und der Bot beginnt arbeiten selbst. Super. Läuft der Bot dann auf meinem Account oder müssen wir da jedes Mal einen Handel machen zur Gegenstandsübergabe? Sie werden nur Ihr Account haben, nur Ihr persönliches Account, sodass niemand anderes dazu Zugriff hat. Auf Ihr Steine und auf Ihr Geld auch. Ja, das ist ja wichtig, ne, dass die Steine halt in Sicherheit sind. Ja, das wird verifiziert, ja, genau. Klasse. Also, okay, also Sie können das schon jetzt schicken. Können Sie das Screenshot machen? Ja, ich habe gerade den Screenshot gemacht. Ich muss das jetzt noch bei GIMP speichern. Und dann muss ich das noch schneiden, rendern und hochladen. Und dann schicke ich das auch gleich zu Ihnen rüber. Weil meine Rendermühle ist gerade ein bisschen ausgelastet, weil ich habe ja im Prinzip das Spiel mehrere Male offen, auf drei Bildschirmen, damit ich halt den Paladin auch, sagen wir mit der Amazone ein bisschen verkuppeln kann, in der Hoffnung, dass da noch so eine geheime Charakterklasse, sagen wir quasi, freigeschaltet wird. Ich hoffe ja, sag mal, auf die Charakterklasse Telefonbetrüger, weil das wäre halt bestimmt auch ein ganz interessanter Skillbaum, so mit Hinterhältigkeit und Taschendiebstahl und sowas, ne? Nein, also bei uns ist kein Diebstahl möglich. Nicht? Nein, also die Edelsteine Diebstahl, sind sicher, ja? Ja, so sind Sie komplett sicher. Also schicken Sie bitte die Screenshot von der Banküberweisung, okay? Ja. Haben Sie denn da auch, sagen wir mal, Sicherheitskopien, falls da mal ein Serverabsturz stattfinden sollte? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie Sicherheitsbackups haben vom Server. Ja, genau. Ja, hab schon. Ja? Ja, genau. Ja, also ich habe das gesagt. Das ist gut. Ja, ich bin also mal, wie lange machen Sie diesen Beruf schon, diesen Dienstleistungen für Spieler? Also etwa vielleicht 2 oder 1,5 Monate. Ja, aber das mache ich nicht so regelmäßig, also ganz seltsam, wegen der Arbeit. Ach so, Sie haben nicht so viel Zeit zu arbeiten wegen der Arbeit. Ja, das geht mir auch immer so. Da kann ich also sehr mitfühlen mit Ihnen. Danke. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich, dass Sie mich angerufen haben. Gibt das denn bei Ihnen, sage ich mal, noch Provision, wenn ich Sie weiterempfehle? Also weitere Empfehlungen können unsere Experten. Also wie gesagt, ich habe nicht so viel Erfahrung, wie Sie sehen. Deswegen kann ich Ihnen nicht eine korrekte Empfehlung geben. Nee, wenn ich andere Leute noch bringe, die da bei Ihnen mitmachen, kriege ich dann da Provision für? Natürlich. Sie können auch Bonus bekommen, ja. Ja, also, was denn für ein Bonus? Referale Programm. Ja, 100 Euro, genau, das meine ich. Das ist gut. Also mal 100, das sind ja nur ein paar Mobdrops, bis ich 100 Gold zusammen habe. Na gut, aber es ist ja passives Einkommen, ne? Von daher. Ja, natürlich. Das ist ja ein stabiles passives Einkommen, ja. Das ist richtig großartig. Wie groß ist der Bot denn in Megabyte? Braucht man da eine gute Internetverbindung, um den runterzuladen? Also Internetverbindung soll sein gut, ja, aber Bot arbeitet, also soweit ich weiß, es arbeitet abhängig von Internet. Ja, ich soll das nochmal erklären. Ja, aber sogar wenn es einige also Unterbrechungen mit Internet sind, also arbeitet es sowieso. Also um diese Steine nicht zu verlieren, sie am günstigsten zu kaufen und zu verkaufen. Gut. Okay.
Ja, also Herr Maulwurf, also ich warte auf Ihre Bestätigung, okay? Und wenn es keine gibt, also ich rufe Sie also in 15 Minuten nochmal an. Ja, ich habe Ihnen das Bild jetzt rübergeschickt. Und ich wollte Ihnen im Prinzip ja nur noch mitteilen, nicht einmal der Tod kann dich vor mir retten. Haben Sie das verstanden? Das habe ich nicht verstanden. Soll ich nochmal wiederholen? Nicht einmal der Tod kann dich vor mir retten. Entschuldigung, das verstehe ich nicht, Herr Maulwurf. Soll ich Ihnen das buchstabieren? Hallo? Ja, hallo? Ja, Herr Maulwurf. Ja? Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Nicht einmal der Tod kann dich vor mir retten. Na, waren Sie noch gar nicht in Akt 4, dass Sie das nicht kennen? Hallo? Ah, jetzt hat sie aufgelegt. Das könnte daran liegen, dass ich ihr statt der Überweisung ein Penisbild von Google geschickt habe. Und wahrscheinlich hat das jetzt das ganze Callcenter gesehen, weil die da im Hintergrund so gelacht haben. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche viel Spaß mit den anderen Videos auf dem Kanal. Lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da und viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected oder bei den ganz alten Hasen, die lieber das Original spielen, weil sie die Brille und den Bildschirm extra auf die Pixelschärfe einstellen haben lassen. Bis dahin, good game, well played, euer Hans Maulwurf.